Welche wirtschaftliche Bedeutung hat die Aktiengesellschaft, ich kürze ab, AG, hat die AG? So, das sind so Fragen, da kann man alles sagen und nichts. Ja, also das muss man sehen wie eine Vorlage, die man sich ein bisschen zurechtlegen muss, um dann den Ball ins Tor zu treten. Denn man kann natürlich hier sagen, welche wirtschaftliche Bedeutung hat die AG? Ja, eine hohe. Das wäre also eine zulässige Antwort, denn falsch ist es nicht, weil diese Begriffe eh sehr schwammig sind. Wer will da das Gegenteil vertreten? Ja, aber lassen Sie uns den Ball ein bisschen zurechtlegen. Wirtschaftliche Bedeutung einer AG, da setzt man am besten erstmal an, was ist denn eine AG, eine Aktiengesellschaft? Eine Aktiengesellschaft hat im Prinzip die Idee, relativ hohes Grundkapital, man nennt das auch gezeichnetes Kapital, relativ hohes Grundkapital und viele einzelne Aktionäre. Auch das gilt nicht immer. Es gibt die sogenannte kleine Aktiengesellschaft. Das wäre dann wieder eine Ausnahme, aber wenn wir an die großen sogenannten Publikumsgesellschaften denken, dann haben wir hier diese Struktur. Ein hohes Grundkapital, das sich aber verteilt auf viele Einzelne, die ein Bruchteilseigentum haben. Ja, ein 200.000stel, ein 2 Millionstel, was immer. Ja, das ist das, was die einzelne Aktie dann verbrieft. Und mit diesem hohen Grundkapital geht einher hohe Investitionen. Ja, das sind also in der Regel, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, ja, aber das sind in der Regel dann kapitalkräftige Unternehmen, hohe Investitionen. Das heißt, die Aktiengesellschaft hat ihre Bedeutung vor allem in kapitalintensiven Branchen. Kapitalintensive Branchen. Denken wir an die Automobilindustrie. Ja, wenn Sie ein Auto fahren, dieses Auto von mir aus hat 30.000 Euro gekostet, wenn Ihnen jemand 30.000 Euro auf den Schreibtisch legt, dann bauen Sie dafür dieses Auto nicht. Ja, sondern dafür brauchen Sie flexible Fertigungsstraßen und die ganzen Bleche und das Know-how und. Und das kriegen Sie für 30.000 Euro Verkaufspreis, das war ja der Verkaufspreis, kriegen Sie das nicht hin. Aber wenn Sie dieses Kapital haben, dann können Sie es machen und dann können Sie auch profitabel ein Auto bauen, sodass Sie es für 30.000 Euro verkaufen können. Und dann haben wir natürlich noch die Idee, diese vielen einzelnen Aktionäre bekommen eine Dividende. Und die Dividende ist ja praktisch ein Anteil am Erfolg der Aktiengesellschaft, eine Gewinnbeteiligung, Dividende, und sie profitieren von der Kurssteigerung, wenn sie stattfindet. Ja, wenn das Unternehmen blüht, wächst und gedeiht, dann profitieren die Aktionäre davon. Und es gibt Leute, die sagen, das ist so eine Art Möglichkeit, sich am Erfolg der Wirtschaft zu beteiligen, auch als Kleinsparer. Ja, wenn man Aktien hat, dann profitiert man hier durch diese beiden Aspekte. Ja, da kann man lange drüber streiten, ob das jetzt so wirklich zutrifft und so weiter. Aber man kann das vertreten. Ja, man kann, also ob es in der Praxis wirklich zutrifft, ob das in Deutschland gerade so ist, darüber kann man lange streiten. Aber man kann diesen Aspekt hier vertreten. Also auch der Kleinanleger, viele einzelne Aktionäre, das sind Kleinanleger, Kleinsparer, ja, das sind so diese Begriffe, die hier verwendet werden. Die haben eine Beteiligung am Erfolg durch Dividende und Kurssteigerung. Das heißt, man kann sagen, die Bedeutung der AG, sie ist vor allem große Unternehmen, kapitalintensive Branchen. Habe es schon gesagt. Traditionell Banken, nicht alle, es gibt auch Genossenschaften, ja. Industrie, vor allem Automobilindustrie, aber viele andere. Chemie, ja, Versicherungen. Auch hier nicht unbedingt immer Aktiengesellschaft, ja, aber
Da ist die Aktiengesellschaft halt die mit Abstand am meisten gewählte Rechtsform. Ja, Sie sehen, was man alles machen kann, wenn man sich hier den Ball ein bisschen zurechtlegt. Man macht das natürlich in der Prüfung abhängig von den Punkten, die am Rand stehen. Wenn hier zwei Punkte am Rand steht, dann braucht man so viel nicht zu schreiben. Sollte man vielleicht auch gar nicht, weil es Zeit kostet. Aber wenn hier 8 oder 10 oder 12 Punkte am Rand steht, dann kann man hier schon eine ganze Menge schreiben, ja, wie Sie gerade gesehen haben. Wie habe ich angefangen? Nun, ich habe erstmal den Begriff geklärt. Was ist denn eine AG überhaupt? Wie ist sie konstruiert? Was folgt daraus? Und den Rest dann abgeleitet. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.